Und ich meine, dadurch kann ich das Spotting-Level auch nochmal hochtreiben, ne? Wenn ich ihn dann sehe. Meinst du, das lohnt sich, der Spur nachzugehen? Meinst du nicht? Ich Ich denke habe ja noch schon. leider noch kein Alter für die Spuren. Ich auch nicht. Weil. Aber anhand dadurch, dass von diesen ganz dünnen Strichen das jetzt schon zu den dicken gewechselt ist, sind es vielleicht meiner, also ich kann immer nur schätzen, weißt du, da ich ja auch noch nicht den Skill habe, sage ich mal, würde ich jetzt schätzen, vielleicht hat er 20 Minuten Vorsprung, weißt du? Also ich latsche ihn auf jeden Fall hinterher. Du musst ja nicht mitlatschen, das verlange ich ja gar nicht. Aber ich Oh, würde ich den komme schon mit. gern auf jeden Fall hinterhergehen. Ich finde, Bären lohnt sich eigentlich immer. Ich meine, wenn es jetzt ein Reh wäre oder sowas, weißt du, dann würde ich auch nicht hinterherlaufen. Aber wie oft habe ich die Chance, mal einen Bär zu schießen? Ja. Okay. Spuren hören auf. Das heißt, wir müssen mal rechts und links gucken. Nicht, dass der eine Kurve gelaufen ist. Das denke ich nämlich schon, dass hätte mich auch gewundert, wenn er so heiß gelaufen wäre. Schauen wir einfach mal. Ich muss mal eben außerdem die Farbe umstellen, weil bei mir ist eingestellt jetzt wegen Red Feather Falls und auf den anderen Maps habe ich immer Türkis, weißt du? Ja. Und da sieht man die Spuren so einfach auf Türkis, weil ganz ehrlich, wann hast du mal auf dem Waldboden irgendwelche türkisen Spuren? Also Ja. irgendwas Türkises. Nie. Weil es gibt keine Spiel mit türkisen dem. Blätter. Ich spiele immer mit der dunkelblauen Farbe, weil die kann ich immer am besten sehen. Die hebt sich auch in meinen Augen gut vom Untergrund ab. Ja, genau, deswegen nehme ich ja Türkis, also ganz hellblau. Weil es leuchtet halt richtig schön. Bloß hier auf Hemmeldal ist hellblau, siehst du halt kaum wegen dem Schnee, ne? Ah. Alter, wo ist denn die letzte Spur von dem jetzt hin? Keine Ahnung. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Mein lieber Freund, wo bist du hin? Na, ich geh mal zur letzten Spur zurück und schau mal von da aus nochmal. So, da oben sind die Spuren. Vielleicht ist er auch nach links lang nochmal. Ist er wieder zurück oder umgedreht oder wie auch immer. Ah, ich hab sie gefunden. Ja? Ja, er ist hier geradeaus weiter. Das verwundert mich jetzt ziemlich. Ich habe nämlich noch nie eine Spur entdeckt, wo ein Bär im Kreis gelaufen ist. Naja, er ist hier einfach nur geradeaus gelaufen, so gesehen. Ja, da ist die nächste Spur. Da unten. Direkt vor dir rechts. Guck mal rechts von dir. Oh ja, Da ist er lang. Dann da lang. Dunkelblau, sagst du, ja? Probiere ich Jo. glatt mal aus und guck mir das mal an.
Ich verstelle eigentlich nie was auf dunkelblau. Spiele ich eigentlich durchgehend die Farbe. Ja, stimmt, passt schon. Da ist die nächste. Na, schauen wir mal. Na, lockern die Wolken ein bisschen auf? Nee. Kot. Oh, warte. Hier, guck mal da vorne. Siehst du die Spur? Ja. Hat der hier eine scharfe Linkskurve gemacht, so wie es aussieht? Da hinten habe ich, war auch eine Flüchtenspur. Hm. Mal hier weiter in die Richtung. Na, hier ist jetzt die Zierenspur weiter. Lauf mal die Richtung weiter und guck mal, ob du noch eine Spur findest. Jo. Und ich laufe mal hier lang und guck mal, ob hier noch eine Spur ist. Weil vorhin war ja eine flüchtende Spur wahrscheinlich, wo ich den Elch geschossen habe, die Elchkuh. Ich habe einen Ruf, Rotfuchs. Okay. Ja, die Spur führt wieder genau zurück. Ich habe hier nämlich wieder eine gefunden. Komm mir mal den Rotfuchs ran, okay? Ja, mach das, mach das. Nee, das ist wieder in die Richtung. Der Bär ist im Kreis gelaufen, der will uns hart verarschen. Ah. Bei dir war jetzt keine Bärenspur mehr, wa? Nein. Ja, dann wird die letzte Spur von ihm die Flüchtende gewesen sein. Und dann gucke ich mal, wo die Flüchtende hingeht, in welche Richtung. Ah, hier ist er lang geflüchtet. Ah, okay. Ah, ich habe seine Spur wieder gefunden. Die Flüchtende. Ja, die geht hier lang. Ach, da kommt Scoo. Da hinten. Ja, mal so langsam und gemächlich. Mal gucken, was hier unten los ist. Okay, jetzt habe ich wieder eine ziehende Spur wieder in die entgegengesetzte Richtung. Also entscheiden kann er sich auch nicht. Vielleicht kommt er ja aus der Richtung und zieht wieder in die selbe Richtung, wo er von der er gekommen ist. Naja, aber warte mal, da ist noch eine Spur von ihm. Wiederziehend Richtung Sku rüber. Oh, da kommt ein Graufuchs an. Ja, mach ihn weg. So, hier haben wir die nächste Spur.
Hier habe ich auch zwei Spuren. Ah, das ist die kommende Spur und das ist die gehende Spur. Oder Ja, habe der ich ist wieder mitbekommen. dahin zurückgezogen, wo er hergekommen ist. Der Rotfuchs haut ab. Ja? Ja. Wer, hat er dich gerochen oder was? Ja, nee, der stand dann da. Ich hab dann, bin dann hochgegangen, weil ich den langen Bogen gezogen habe. Und habe ich mitbekommen. Das ist natürlich blöd. Nee, das ist die falsche. Na, lauten Waffe wollte ich jetzt nicht schießen. Nee, das ist da lang, ist da. Ja, der ist hier den Berg hoch. Okay, dann gehe ich mal hier weiter nach rechts entlang der Straße und versuche meine, wie viele Rehe fehlen mir jetzt noch? Sechs Rehe zu bekommen, damit ich dann die 250 Abschüsse voll habe. Jo, mach das. Jo. Und ich versuche mal hier den Bären noch zu holen. Auch wenn der mich gerade maximal verwirrt. Ich glaube, der weiß selber nicht, der Bär, ob er gerade kommt oder gerade geht. Hat eine Dauerkarte. Der bleibt, wa? Er geht nicht, er kommt nicht, er bleibt. So, jetzt schleiche ich mal ein bisschen. Falls ich ihn doch noch näher kommen sollte. Auf jeden Fall scheint er Verdauungsschwierigkeiten zu haben. Weil der muss alle paar Meter sein Geschäft verrichten. Hat aber einen effektiven Vorteil, du kommst näher ran. Inwiefern? Da bleiben die einen Augenblick bestehen. Achso. Ja, aber desto mehr er in sich behält, ja, und nicht so oft kotet, desto mehr wiegt er. Vielleicht kriege ich dann einen höheren Score. Naja, gut, das ist jetzt ein Rechenexempel. Ja, kann schon ein bisschen was ausmachen, ne? Bei so einem Bärchen. Ah, da geht die Spur weiter. Nicht ein Elch an. Schon wieder Kot. Hier da oben ist eine andere Spur. Ist euch mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir war das irgendwie voll oft so, dass ich Bären immer in der Nähe von Rehen gesehen habe. Oder wenn ich Rehspuren gefolgt bin oder gesehen habe, habe ich auch immer automatisch eine Bärenspur dabei gehabt, als wenn der dir die verfolgt. Nee, sowas sage ich nicht. Ist mir schon voll oft aufgefallen. Ja, Sku, kann sein, dass gleich bei dir ein Bär ankommt, weil der läuft genau in deine Richtung. So. Wird sich dann zeigen. Möglicherweise schießt er mir den gleich von der Nase weg und dann nimmt er ihn auf, weißt du, und in dem Moment verschwinden dann vor mir die Spuren. Ja, das könnte dann, das würde dann wohl so Ich passieren. sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, vergiss es. Da hast du ja noch ungefähr 500 Meter Vorsprung.